Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Tier Way Unfolded. Ja, letztes Mal waren wir hier beim Baum. Wir müssen ja diese komischen Krähen fangen, damit wir den Schlüssel kriegen. Ja, genau den. Scheiße, jetzt muss ich nochmal das Tutorial dazu spielen. Na gut. Na, schnapp den Stein. Und tschüss. Vierte Wand durchbrochen. Gleich. Jetzt. Das ist dein Controller. Okay. Jo. Bam in your face. Du musst ja eine Bombe. Okay. Hallöchen, Eichhörnchen. Hä? Wusch. Bam. Verfluchte Nüsse. Hier ist kein Schlüssel. Wirf mit meinen Eichhörnchenfreunden und suche weiter nach Rissen im Baum. Okay. Ich mag Eichhörnchen werfen. Hey. Bleibst du gefälligst hier? Bleibst du gefälligst da? Da habe ich dich. Wurf. Er ist nicht hier. Wo haben sie ihn versteckt? Hing er nicht gerade irgendwie am Baum außen? Oder habe ich irgendwas verpasst? Brauch mehr Eichhörnchen. Eichhörnchen. Oh, da vorne ist eins. Da ist eins. Dich habe ich gesehen. Nee. Meins. So, pow. Muss ich da, muss ich reinwerfen. Ich habe ihn gefunden, aber die Krähen haben ihn kaputt gemacht. Er wird gar nichts öffnen. Ja, verdammt. Iota, trauere nicht um einen Schlüssel. Solchen Kram braucht man nicht, wenn man einen so mächtigen Freund wie das Wesen hat. Bitte was? Soll das ein Witz sein? Wind nützt gegen die Krähen gar nichts. Ja, ja. Aber jetzt kann das Wesen sich einen Weg in die Scheune bahnen und etwas suchen, um die Krähen zu verscheuchen. Tja, wenn das dein Plan ist, solltest du dich beeilen. Die Krähen sind ziemlich nervös. Du kennst doch das Sprichwort. Nichts ist schlimmer als eine wütende Krähe. Lass mich los. Ja gut, dann roll weg. Oh, das Ding hat eine Nuss aufgesammelt. Komm, dich nehme ich jetzt mit. Oh, hä? Plopp. Und da war es weg. Hallöchen. Hui. Yeah. Ich find's immer noch lustig. Oh.
Mehr Eichhörnchen werfen. Bam. Komm her. Komm her, Nüsschen. Nee. Zack. Und weiter geht's. Hallöchen. Oh, ich dachte, dass ich im Loch im Himmel verschwinden würde. Von dort kommt dieser Zug. Du hast das Licht offen gelassen, oder? Nein, natürlich nicht. Ich komme mir vor wie beim Zauberer von Oz. Maibaumfelder. Alter, wollt mir irgendwas sagen? Gib auf die Winde acht. Ich war auf dem Weg zur Krämerscheune, als sie mich den ganzen Weg hierhin geweht haben. Hui, machst du so? Nee, schneller, wenn ich so mache? Nö. Wohl eher nicht. Juhu. Oh, wo muss ich denn jetzt hin? Das ist eine gute Frage, wo ich denn eigentlich hin muss. Komm mal nicht. Hallo? Na, das sind meine komischen Schmetterlinge, die ich kreiert habe. Ah, ich glaube, da muss ich hin in die Scheune. Nee, nee, nee. Also mein Licht ist irgendwie schon lange kein Feature mehr. Das war irgendwie am Anfang cool und jetzt passiert gar nichts mehr damit. Oh, Geschenk, Geschenk. Meins, 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 meins. Oh, was muss ich dafür machen? Es ist wirklich sehr seltsam. Seit doch noch im Himmel aufgetaucht ist, habe ich vergessen, wie Elche aussehen. Könntest du mir bitte ein Foto von einem Elch bringen? Ich werde noch wahnsinnig. Wo ist denn der? Hast du einen Elch auf dem Kopf oder ein Pferd? Das sieht eigentlich eher aus wie ein Pferd. Naja, vielleicht geht's ja trotzdem. Ah, natürlich, so sieht ein Elch aus. Und ich dachte, sie hätten Tentakel. Na gut, das ist wohl doch ein Elch. Hui. Meins. Nee. Meins. Moins. 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 Hap. 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 Na. Der Schlüssel wurde in Stücke zerbrochen. Oh nein, wie kommen wir denn jetzt in die Gräberscheune? Diese Gräben werden sich bestimmt unsere Seelen schnappen. Fragt mich, keine Ahnung. Achso. Ah, verdammt. Ich hätte es doch gebraucht. Wo ist das Nüsschen? Ach, das ist ein Nüsschen. Ganz viele Nüsschen. 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 Und bam. Machen wir es halt einfach mal kaputt. Hier kann ich wieder leuchten. Du hast keine Krähe reingelassen, oder? Die Scheune muss unbedingt krähenfrei bleiben, sonst sind wir alle verloren. Ja, natürlich.
Diese Krebs sind der Fluch, den wir selbst über uns gebracht haben. Hui! Wuhu! 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 Was wir brauchen, ist die Vorscheuche, aber wir dürfen nicht mehr über sie reden. Das bringt Unglück. Das sind Riesenlüstchen. Uhuhuhu. Irgendwie wieder rausgeschafft. So. Was müssen wir denn hier machen? Ich sehe nichts. Die Vogelscheuche, ja, das war ein schrecklicher Fehler. Alle hatten Angst. Dachten sie, das sei ein schlechtes Omen. Also schlugen wir den Kopf ab und versteckten ihn auf dem Dachboden. Jetzt ist die Krähe gekommen, um uns zu bestrafen. Ja, gut. Eine Krähe hat versucht, mein Gesicht abzupicken. Sie hat aber nur meinen Schnurrbart erwischt und jetzt fühlt sich mein Mund ohne ganz nackig an. Oh nö. Kreiere einen Schnurrbart. Juhu! Nein. Das Touchpad ist viel zu klein, um da irgendwas Gescheites drauf zu malen. Na gut. Er ist zurück, pushiger und luxuriöser als jemals zuvor. Ich habe für ein Gesicht Behabungszauberer gebetet, aber hätte nicht gedacht, dass es klappt. Ja. Geht doch sogar. Na, ja, was ist denn das? Oh, du musst deine neue Zugreifenfähigkeit nutzen, um den Kurier mit dem Katapult ins nächste Level zu bringen. Welche Kurier? Wie komme ich da jetzt noch? Tja, Jungs, scheiße war's.
Und tschüss. Habe ich jetzt das Spiel verkackt? Ein bisschen Training für den Helden. Dum, 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 dum. Aha, aha, aha. Habe ich noch irgendwas zum Schmeißen jetzt? Ah, sieht aber gut aus. Toll. Ah. Ich bin mal gespannt, ob das der Sinn des Dings ist jetzt hier. Tag da, als wir die Vogelscheuche enthauptet haben, aber das ist schon länger her. Ich kann mich noch nicht einmal mehr daran erinnern, wie der Kopf aussieht. Was meinst du? So. Ja genau, ich bekomme dafür immer noch Gänsehaut. Sei vorsichtig, der Dachboden ist ein dunkler, gruseliger Ort. Aber ich hoffe, du findest ihn um unser aller Willen. Na dann. Es ist der Erdtrommel, der unsere Sing-Sang-Party gerettet hat. Hui, noch mehr Konfetti. Hallöchen! Wir haben so viel Blumenkohl, dass wir die Brücke nicht überqueren können. Tja, scheiße, was? Wenn ich sie nur davon überzeugen könnte, darüber zu hüpfen. Oh. Komm schon. Ja. Muss es doch mal einen raushauen. Okay, ich glaube, das ist eine unsichtbare Wand. Ja, geil. Was ist denn das? Die Krillen können ich in die Scheune, also werfen sie ungetüm durch die Dachsparren. Ich glaube, ja, ich höre das nicht dazu. Nicht da. Thank you.
Und in your face. Tja, hast du das gesehen? So, zack. Also die Steuerung ist schon ein bisschen blöd. Hilfe, sie wollen meinen Kopfkette und mir Albträume verschaffen. Aha. Und hab. So. Noch mehr Schlüssel. Hier geht's ja ab. Wow, wow. Nein! Nein. Boah. Muss doch irgendwie gehen. Hui. Oh, ich muss gleich lesen. Uiuiui. Du hast es, du bist fast so schlau wie ein Eichhörnchen. Na dann. Eben nur fast so schlau. Hallo Kurier, ich wurde schon unruhig und hatte das Gefühl, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Ich habe einen Sack voller Eichel mitgebracht. Wirf mich in deinen Controller. Dann können wir mit ihnen dieses Loch aufspringen und alles, was dahinter liegt. Oh, das ist immer alles so zweideutig. Zack. Zack. Boink. Welches Loch denn? Das da. Nein. Erstmal hier. Und da. Das Zeug ist mein Controller, hört sich an, als würden irgendwelche Eichhörnchen vergewaltigt werden. Was? Pam, pam, pam.
Ah, jetzt check ich's, jetzt check ich's. Wow. Schneller. Oh, tschüss. Gut. Hä? Das ist ein bisschen für gewaltiges Eichhörnchen, hört mal. So. Jetzt? Ah, okay. Gut, dass ich all diese Eicheln mitgebracht habe. Ich wusste nicht, dass du so rollen kannst. Das könnte noch nützlich sein. Drücke und halte einfach Kreis, wenn du rollen möchtest. Probier es mal aus. Versuche, durch das Käseloch zu rollen. Nein! 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 Nein, wo muss ich denn hin? Oh. Ich glaube, ich hätte gerade deren König getötet. Ja, geile Eier. Ich zerstöre alles. Ah.
Ah ja. Schnipsel auf Stelzen. Vorsicht, sie haben lange spinnartige Beine bekommen und kauen auf Spuckekügelchen. Ja, meh. Wenn du eine Art Kegelkugel hättest, mit der du sie in sie hineinrollen und sie auf den Boden werfen könntest, dann könnte ich dich hoch in die Luft lassen. Miau. Ah, jetzt? Was ist denn das? Bam. Aha. Ja, blöd, das steckt halt hier irgendwie fest. Ja, natürlich ich mich halt mal, dann sollte er wieder... Na toll, das steckt halt immer noch fest. Dann lade ich das Ganze halt nochmal. Irgendwie, ja, hat es ja nicht ganz so geklappt. Ich habe das Spiel gebrochen. Ja gut, ich lasse es jetzt einfach mal entfalten. Okay, da bin ich jetzt schon wieder. Trotzdem beende ich jetzt diese Folge an dieser Stelle mal. Ich hoffe,
diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Way Unfolded. Ciao.